Liebe Freundinnen und Freunde, zunächst erstmal Kompliment. Kompliment an die Menschen, die hier für die Deko gesorgt haben. Ich fühle mich ja richtig heimisch. Wenn ich das richtig gesehen habe, sind das Maisblätter dazwischen. Die kenne ich aus Kloppenburg, nur zu gut. Aber das Verhältnis hier zwischen Sonnenblumen und Mais, das gefällt mir doch deutlich besser. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich damals im April am Computer saß und meine Bewerbung für die Direktkandidatur für meinen Wahlkreis Kloppenburg schrieb. Währenddessen lief nämlich im Fernsehen gerade die Übertragung des AfD-Parteitags. Eine Versammlung von vornehmlich Old Angry White Men, alten, wütenden, weißen Männern. Eine ganz, ganz traurige Veranstaltung. Im Gegensatz dazu mehr als 10.000 Demonstrierende auf den Straßen vor dem Tagungsgebäude. Parteien, Gewerkschaften, verschiedenste Organisationen, Vereine, Kirchen. Eine ganz bunte Mischung aus der Gesellschaft, so wie die Gesellschaft nun mal ist. Und da wurde mir noch einmal klar, das kann doch nicht die Alternative sein. Und als ich anfing, diese Zeilen hier zu schreiben, lag neben mir noch die Ausgabe des Spiegels, die wir alle sicherlich kennen. Es wurden die heimlichen Absprachen enthüllt, die hohen Tiere der Autoindustrie getroffen haben. Alles nur, um möglichst lange ihre Gewinne zu maximieren. Sind solche Absprachen noch erlaubt? Egal. Verspielen wir das Vertrauen unserer Kunden? Egal. Was ist eigentlich mit unserer Umwelt? Alles egal. Und solchen Akteuren sollen wir die Zukunft unserer Mobilität anvertrauen? Der Markt wird es schon regeln? Ich denke nicht. Hier ist starke grüne Politik dringend notwendig. Wenn der Autobauer nicht selbst drauf kommt, na, dann sind wir doch hilfsbereit, greifen ihn unter die Arme und zeigen ihnen, in welche Richtung die Entwicklung gehen wird. Hin zu sauberer, umweltfreundlicher, gerechter Mobilität. Ich gebe es ja zu, als die Frage nach der Kandidatur für die Landtagswahl aufkam, war ich mir zuerst kurz unsicher, ob ich das machen soll. Bin ich nicht zu jung, zu unerfahren in der Partei, zu unerfahren im Leben? Wird einem das nicht am Ende im Wahlkampf vorgehalten? Sollte ich nicht noch ein wenig warten? Und noch einmal und noch einmal. Und irgendwann heißt es dann, bist du dafür nicht viel zu alt? Nein, darauf wollte ich nicht warten und will mich jetzt einbringen. Ganz bewusst auch als junger Mensch. Denn die Politik, die wir heute machen, entscheidet über unsere Zukunft von morgen. Und das ist, wie ich finde, besonders in unseren Kernthemen. Im Tierschutz, Umweltschutz, Klimaschutz keine hohle Phrase, keine schöne Sonntagsrede, sondern gelebte Realität und ein wichtiger Grund, warum ich mich engagiere. Rückblickend ist das auch der Aspekt, über den ich zu den Grünen gefunden habe. Denn so wie im Moment mit unseren Ressourcen und fossilen Energieträgern umgegangen wird, kann und darf es einfach nicht weitergehen. Und da bin ich fest überzeugt, dass auf jeder Ebene gehandelt werden muss. Global, europäisch, bundesweit, landesweit, kommunal bis hin zu jedem Einzelnen. Das ist in den heutigen Zeiten leider viel zu sehr in Vergessenheit geraten. Bei all den sicherlich ebenfalls wichtigen Fragen, um beispielsweise Asylpolitik oder innere Sicherheit zum Beispiel. Wenn wir aber nicht allmählich beim Ressourcen- und Energieverbrauch auf die Bremse drücken, müssen wir bald eine Vollbremsung hinlegen, um das 2-Grad-Ziel oder besser noch das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen. Und das wäre sicherlich schmerzhafter für alle Beteiligten als eine langsame, gefühlvolle Bremsung, die wir dringend einleiten müssen. Und dass Asylpolitik sicher noch ganz anders aussehen würde, wenn die Länder des globalen Südens vollends unter unserer Ausbeutung und dem Klimawandel leiden, das können wir uns alle sicher nur zu gut vorstellen. Auch wenn wohl schon alle unsere wichtigen Themen an diesem Wochenende angesprochen wurden, möchte ich doch noch kurz drei Themenfelder anreißen, die mich persönlich politisch besonders beschäftigen. Ein Bereich, in dem das Thema Ressourcen- und Energieverbrauch eben auf jeden Fall eine Rolle spielt, ist die Verkehrspolitik. Bei uns in Kloppenburg und sicherlich auch noch in vielen anderen Gegenden Niedersachsens ist es eher die Regel als die Ausnahme, dass jeder Haushalt ein Auto besitzt, mindestens eins. Und wenn es erst einmal vor der Tür steht, ist man auch ganz schnell im Auto und fährt los, besonders bei so grauem Wetter wie heute hier. Und das auf Strecken, die eigentlich auch gut mit dem Fahrrad erreichbar wären. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahrzehnte,
der wir Grüne ins Auge sehen, die wir den Leuten in unserer Umgebung bewusst machen müssen und die man, wie ich meine, als Gesellschaft dringend angehen muss. Denn dass jede und jeder ein eigenes privates Auto besitzt, das ist doch nicht Gott gegeben, so meinte der Berliner Politikwissenschaftler und Verkehrsexperte Wert Kanzler erst Anfang August in einem Interview mit der Zeit. Recht hat er. Für eine Energiewende ist es vonnöten, dass die Gesellschaft umdenkt. Man kann die heute benötigte Energie nicht eins zu eins durch die Erneuerbaren ersetzen, sondern es muss Energie gespart werden, im Verkehrssektor zum Beispiel dadurch, dass man auf das Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel setzt. Dies muss aber gerade in unseren ländlichen Regionen noch deutlich offensiver angegangen werden, als es beispielsweise hier in Göttingen oder in der Stadt Oldenburg der Fall ist, wo ich studiere und deshalb ein wenig aus Erfahrung sprechen kann. Fahrradverkehr muss attraktiver werden, in der Stadt und auf dem Land, indem mehr und bessere Radwege geschaffen werden. Öffentlicher Nahverkehr muss ausgebaut werden oder wie bei mir zu Hause im Landkreis erst einmal ernsthaft angefangen werden, welchen aufzubauen. Aber auch Carsharing, Bikesharing, Lastenräder und viele, viele weitere kreative Ideen können uns auf diesem Weg helfen. Lassen wir unserer Kreativität da freien Lauf und lassen uns nicht immer wieder in das Korsett der Autoindustrie zwängen. Ein weiterer Bereich, der mich als Kloppenburger aus dem schwarzen Loch, aus dem Güllegürtel, wie ich es auch in meiner Bewerbung geschrieben hatte, bewegt, das ist die Agrarpolitik. Ich bin zwar sicherlich kein ganz großer Experte in diesem Gebiet, aber dafür haben wir in unserer Fraktion auch sicher viele andere ganz kompetente Menschen, die in den letzten Jahren ganz hervorragende Arbeit geleistet haben. Dass aber die Industrialisierung der Landwirtschaft Auswüchse annimmt, die für Böden, Tiere sowie nicht zuletzt für Bäuerinnen und Bauern Probleme bereiten, das erkenne auch ich und da sind wir uns wahrscheinlich alle ziemlich einig. Aber ich habe auf verschiedenen grünen Veranstaltungen bei uns in der Region, zuletzt erst am vergangenen Montag zum Thema Nitrat im Grundwasser, das Gefühl und auch die leise Hoffnung gewonnen, dass wir auch mit den in Anführungszeichen kleinen Landwirten vor Ort immer wieder einer Meinung waren, nämlich, dass es so nicht weitergehen kann. Beide Seiten, wir und die Landwirte, wollen, dass die Landwirte von ihrer Arbeit leben können, dass die guten Böden ihre Qualität behalten, dass das Grundwasser nicht durch Nitrat verunreinigt wird, dass Tiere artgerecht gehalten werden, dass die Zucht nicht weiter absurde Formen annimmt, wie beispielsweise Hühner, die durch das Gewicht ihrer überzüchteten Brust zusammenbrechen und nicht mehr laufen können und. Gerade bei uns in einer landwirtschaftlichen Region sollte es deshalb doch eigentlich starke Grüne geben, um diese Interessen zusammenzuführen. Und dafür kämpfe ich mit meinen Parteifreundinnen und Parteifreunden vor Ort. Bei der Bewerbung sollte man im Vorfeld ja nur zwei Themen angeben und da fiel mir die Wahl schon schwer. Schließlich beschäftigt mich als angehender Lehrer natürlich auch die Schulpolitik hier im Land. Wenn ich die Opposition höre, die unserer Landesregierung vorwirft, zu wenig zu tun, um ausfallende Stunden zu besetzen, wundere ich mich immer, wo sie denn die fehlenden Lehrerinnen und Lehrer herzaubern wollen. Schließlich beträgt die Regelstudienzeit für angehende Lehrerinnen und Lehrer, ich spreche aus Erfahrung, 10 Semester, sprich 5 Jahre. Hinzu kommen 18 Monate Referendariat. Dann wären wir also nach Adam Riese bei 6,5 Jahren, bis wir in Anführungszeichen fertige Lehrer haben. Wer war noch gleich vor 6,5 Jahren an der Regierung? Und die fehlenden Stunden stammen ja nicht oder vielleicht auch nicht nur aus Missmanagement, sondern aus der Umsetzung ganz konkreter Themen, die ich persönlich wichtig und richtig finde. Inklusion von Menschen mit Handicaps, Integration von geflüchteten Kindern und Jugendlichen, aber auch die bessere individuelle Förderung aller Kinder durch häufigere Doppelbesetzung mit 2 Lehrkräften pro Stunde oder auch durch zusätzliche nachmittägliche Angebote zur Entfaltung der Persönlichkeit der Kinder. All diese Maßnahmen binden natürlich Lehrkräfte, die dann wiederum an anderer Stelle fehlen. Natürlich ist jede ausfallende Stunde eine zu viel und man könnte fordern, die genannten Maßnahmen sofort einzustampfen. Das fände ich jedoch fatal für das gesunde Lernklima und die persönliche Entwicklung der Kinder. Und über Inklusions- und Integrationsbemühungen zu diskutieren, das finde ich eh vermessen. Das ist nämlich völlig zu Recht unsere verdammte Pflicht.
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick verschaffen, was mich bewegt, warum ich mich bei uns Grünen engagiere und mich jetzt um einen Platz auf der Landesliste bewerbe. Ich denke, den richtigen Zeitpunkt, es zu versuchen, gibt es nicht. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir noch mehr Menschen von unseren Ideen erzählen müssen, dass wir noch mehr über Politik und besonders grüne Politik ins Gespräch kommen müssen. Und dazu möchte ich meinen Beitrag leisten. Darum bitte ich euch um eure Stimme, danke euch für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf einen engagierten Wahlkampf. Lasst uns kämpfen, jetzt erst recht. Danke, Stefan. Es liegt eine Frage für dich vor. Es ist eine Männerfrage, die kommt deswegen nicht zum Zuge. Willst du?